Hallo VfR-Fans, hallo Sportfreunde. Mein Name ist Martin Schieb und ich möchte euch recht herzlich zum VfR-TV begrüßen. Heute neben mir Florian De Brato. Hallo Flo. Servus. Heute hattest du ein Freundschaftsspiel mit deinem neuen Verein gegen unsere zweite Mannschaft. Kannst du uns kurz sagen, wie das Spiel war und kurz ein Wort zu deiner Zukunft sagen, bevor wir auf die Vergangenheit gehen? Ja, zum Spiel. Wir haben gegen eine gute Gachinger zweite Mannschaft gespielt. Wir haben verloren, weil wir ein fairer Gastgeber sind oder ein fairer Gast und haben 5-4 verloren. Aber ich denke, es war ein gutes Spiel, war lehrreich für uns. Aber im Vordergrund an dem Testspiel standen halt so, dass wir halt Leute wie Benny Niebauer und ein Hummel-Tobi und ein Felix und die halt alle sehen und halt auch die Gachinger Zuschauer, die ich auch nachher nochmal erwähnen werde, die war mir halt ganz wichtig, heute zu treffen. Und darauf habe ich mich echt extrem gefreut. Gehen wir noch ganz kurz auf deine Zukunft drauf ein. Leider gesundheitlich hast du dich ja nach unserem Aufstieg in die Bayern-Regionalliga entschieden dazu, bei dem TSV Mosach zu spielen. Ich glaube, der Grund sind deine Brüder, oder? Ja, der Hauptgrund ist der, dass ich erstens nicht ganz aufhören kann. Das war jedem klar. Und das ist halt dann naheliegend, dadurch, dass ich da wohne und meine Brüder halt auch dort spielen. Es ist halt ein Wunsch, den ich mir jetzt schon ein bisschen früher erfüllen kann. Ich hätte gerne hier noch 2-3 Jahre weiter auf einem sehr, sehr, sehr guten Niveau gespielt. Aber das ist halt auch das Leben. Ne? Andere sind todkrank. Ich habe nur eine Knieverletzung. Deswegen bin ich jetzt froh, da in Mosach zu sein. Da habe ich eine Wahnsinnstruppe. Die Leute sind gut drauf. Die nehmen das an, was man sagt. Mein Bruder, der Markus und der Werner Jürgen, die haben eine gute Vorarbeit in den letzten 2 Jahren geleistet. Ich muss da nur noch einsteigen und ein bisschen mitkicken und kann ein bisschen was verändern. Aber das haben die alles im Griff und ich freue mich da auf eine gute Zukunft. Das hört sich ja schon mal schön an. Danke für die Worte für die Zukunft. Gehen wir doch jetzt mal in die Vergangenheit. Ich meine, du bist ja einer der Leistungsträger gewesen, die den Aufstieg mitverantworten, in Anführungszeichen. Magst du uns kurz noch 1-2 Worte sagen, vielleicht zu der letzten Saison und vielleicht auch 1-2 Worte zu dieser Saison? Ja, gern. Also wenn ich jetzt meine letzte Saison generell Revue passieren lasse, dann war, glaube ich, gar nicht so klar, dass ich so viel Spielzeiten habe, weil ich glaube eher, dass mit mir als Stürmer eingeplant wurde, aber es hat sich halt dann mal ergeben, dass ich auf der 6 spielen durfte, also so hatte ich das Gefühl und dann habe ich, glaube ich, ganz passabel gespielt und auf einmal war es dann doch eine Option und ich habe halt dann extrem hart an mir selber gearbeitet, damit ich das halt läuferisch halbwegs packe. Muss aber dann auch immer wieder sagen, was die Mannschaft dann auch für mich getan hat, das ist nicht hoch genug anzurechnen. Das hatte ich in anderen Vereinen so nicht, deswegen konnte ich auch dieses hohe Niveau dann auch spielen. Und dann war es natürlich mit dem, dass wir im Winter mal über die Regionalliga geredet haben, das war zwar schön darüber zu reden, aber es war gar nicht realisierbar für mich selber. Also ich habe es erst so richtig geglaubt, so als ich mit Daniel geredet habe, dass ich nicht mehr weitermachen kann aufgrund meiner Verletzung. Und der Daniel mich dann gefragt hat, du versprichst mir aber, dass wir aufsteigen. Habe ich gesagt, gut, Coach, das mache ich. Gleichgläubig. Das ist doch ein netter Deal gewesen. Und ja, dass es dann am Ende mit so einem Spiel in Raisting dann klappt, wo wir halt auch echt gut spielen und so ein klares Ergebnis erzielen, Sonnenschein, viele Zuschauer. Das war das absolute Highlight und der schönste Tag in meinem Fußballleben. Und ich glaube auch, dass das auf Ewigkeit wahrscheinlich so bleiben wird. Gehe ich mal jetzt davon aus. Dann würde ich nochmal ganz schnell einhaken. Nicht nur die Mannschaft hat ja auch einen großen Anteil, dass du diese Saison überstanden hast, in Anführungszeichen. Ich glaube auch die Physios haben dir immer gut und tatkräftig zur Seite gestanden und das Umfeld auch. Vielleicht willst du da noch kurz was zu sagen. Ja, natürlich. Der Max Schätz und der Tom, die haben Unglaubliches geleistet. Ich wurde ständig behandelt, auch wenn man bestimmt gar keine Notwendigkeit mehr hatte, weil wenn was kaputt ist, ist halt kaputt, da kann man nichts mehr machen, aber die haben sich da immer ins Zeug gelegt, das Ganze stabilisiert, mobilisiert, also da war ich echt, ich glaube, wirklich in besten Händen. Da kann man dem VfR Gaching auch nur Glück zu wünschen, dass man so eine Leute für sich gewinnen konnte. Und natürlich, was ich aber auch immer über all die 3 Jahre, die ich hier gespielt habe, gesagt habe, das Ganze drumherum hier ist absolut familiär. Wenn man unsere Zuschauer sieht, und da spreche ich einen ganz gewissen Anteil an, die Damen, die da auf die Auswärtsfahrten immer mitgefahren sind und für uns im Bus gekocht haben, Getränke zubereitet haben, getan, gemacht haben. Das fängt ja nicht nur im Bus an, sondern schon am Morgen. Was die dann jetzt hier alles leisten,
das ist nicht hoch genug anzurechnen. Und deswegen sind wahrscheinlich ein paar einzelne Worte, die man da sagen kann, wahrscheinlich auch immer noch zu gering. Aber ich möchte mich in meinem Namen einfach recht herzlich bedanken bei euch, weil ich war vom ersten Tag an, trotz meiner Figur, trotzdem wie ich bin, immer gern gesehen, immer gemocht. Und ich komme hier wahnsinnig gern her. Und ich muss auch da mal, Martin, an dir ein großes Dankeschön. Kein Problem. Ich hab dich als wahnsinnig netten Kerl kennengelernt und auch deine Arbeit, ne, man sagt immer, ja, der filmt ein bisschen, aber das ist wirklich alles, ich bin so eingestellt, das ist nicht selbstverständlich und da muss man wirklich sagen, an alle wirklich Hut ab und ganz besonders möchte ich mich auch bei den beiden Trainern bedanken, Daniel und Eddie. Daniel hat immer mich geglaubt, der Eddie ist oder so die geilste Sau, die es gibt und von dem her an den beiden möchte ich auch noch ein großes Dankeschön richten, aber wirklich, was die Leute hier im Umfeld machen, ist mit nichts zu vergleichen. Also habe ich so noch nie erlebt. Danke für diese Worte. Du weißt, du bist jederzeit gerne bei uns hier gesehen und du kannst jederzeit zu den Heimspielen kommen. Aber wie hast du denn, weil ich kenne dich ja auch nur mittlerweile schon ein bisschen länger, da weiß ich, du verfolgst den VfR ja immer noch. Wie hast du bisher den VfR in dieser Bayern-Regionalliga gesehen? Erstmal sehr selbstbewusst. Da habe ich mir das Spiel in Buchbach natürlich nicht hingehen lassen. Und da muss ich sagen, habe ich 60 Minuten lang bis zur gelb-roten Karte, das kann man so offen sagen, habe ich eine stärkere Garchinger Mannschaft gesehen als Buchbach zu Hause. Und dann habe ich das Spiel in Schweinfurt nur am Live-Ticker verpasst. Aber da war ich, glaube ich, nervöser wahrscheinlich als die Spieler, komischerweise. Aber ich habe die ganze Zeit drauf geschaut, tut sich was. Mit dem erlösenden Hauk war ich dann beruhigt. Habe dann probiert, die Mannschaft zu erreichen. Dennis, Daniel, niemand erreicht, nicht mal den Eddie. Und wollte einfach meine Glückwünsche übermitteln. Und dann natürlich gegen die Löwen. Es ist klar, dass die spielerisch stärker sind, dass sie mehr machen. Und dass die aber, oder dass wir Garchinger in so einem Moment halt einfach zurückkommen. Das haben wir oft genug bewiesen. Und dann steht es halt 1-1 am Ende gegen meine blauen Freunde. Und deswegen, also ich sehe echt eine positive Zukunft für Garchinger. Die haben sich richtig gut geschlagen. Und ich hoffe, dass der Dennis nicht allzu schwer verletzt ist, sondern dass es geht, weil das ist halt nun mal der Motor, den brauchen sie. Leute wie der Steinacher konnten ersetzt werden in dem einen Spiel, aber nicht für die ganze Saison. Definitiv und, nicht. Ja, ich wünsche euch alles, alles Gute für die weitere Saison und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die locker bestehen werdet. Das ist sehr, sehr schöne Worte von dir gewesen sind das. Dafür danke ich dir, dass du auch noch mal kurz die Zeit genommen hast, auch noch mal ein, zwei Worte an unsere Fans, beziehungsweise deine ehemaligen Fans, wobei sie trotzdem dich immer noch im Herzen eingeschlossen haben werden bestimmt. Mit diesen Worten verabschiede ich mich auch, wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns in Illertissen oder vielleicht beim nächsten Heimspiel, wäre schön. Auf Wiedersehen, danke. Ciao.